Herzlich willkommen zu Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Vielleicht haben Sie, liebe Zuschauerinnen, ja auch schon mal an eine Botox-Behandlung gedacht. Möglicherweise haben Sie aber auch die berühmten Vorher-Nachher-Fotos von prominenten Zeitgenossen eher abgeschreckt. Eins ist jedoch klar, Botox gehört nicht in die Hände von Laien. Wenn Sie mit Botox gegen Ihre Falten ankämpfen möchten, dann mit fachgerechter Beratung. Viel Erfahrung mit diesen Behandlungen hat die Augenklinik Kempten. In der Augenklinik Kempten wird nicht nur am Besser-Sehen, sondern auch am Besser-Aussehen gearbeitet. Unsere Haut, auch die im Gesicht, gehorcht dem natürlichen Alterungsprozess. Es entstehen Falten. Viele entschließen sich daher für eine Behandlung mit Botulinumtoxin A, besser bekannt als Botox. Aber nicht nur der Schönheit wegen wird Botox in der Augenklinik verabreicht. Dieses Medikament wird angewendet auch bei Erkrankungen, Muskelerkrankungen, Krampferkrankungen, die im Grunde alle Muskeln des Körpers betreffen können. Aber auch gerade im Augenbereich gibt es da Erkrankungen, die betroffen sind. Ein sogenannter Lidkrampf, Augenlidkrampf, wo die Patienten ständig, ohne es unterdrücken zu können, die Augen zukrampfen. Und das kann man mit diesem Medikament gut behandeln, weil das Medikament diesen Krampf verhindert. Dr. Karin Schimicek übernimmt hier in der Augenklinik Kempten sowohl die medizinisch notwendigen Behandlungen als auch die rein kosmetischen, also die Faltenglättung. Aber Falte ist nicht gleich Falte, mit Botox lässt sich nicht alles behandeln. Also es gibt im Grunde so zwei verschiedene Arten von Falten. Einmal die sogenannten dynamischen Falten, die durch die Mimik, die Muskulatur unseres Gesichts entstehen. Wir haben da ja sehr viel, um uns ausdrücken zu können. Also die Augenbrauen hochzuheben, diese Überraschung, das Grübeln oder das Lachen. Diese Falten, die durch eine Bewegung entstehen, kann ich behandeln, indem ich diese Bewegung verhindere oder unterdrücke. Und andere Falten, die durch einen Volumenverlust des Bindegewebes entstehen, beispielsweise in diesem Bereich, die kann man mit einem Filler, mit einer Hyaluronsäure wieder auffüllen, aufpolstern. Die kann man nicht so gut durch Botox behandeln, weil das eine andere Ursache hat. Das Medikament blockiert gezielt die Leitung der Nerven auf den Muskeln, sodass der Muskel nicht mehr wie gewohnt angespannt werden kann. Andere Nervenfunktionen, wie zum Beispiel das Fühlen, werden nicht beeinflusst. Behandelt werden also nicht nur die Falten, sondern auch deren Ursache. Auch beim Botulinumtoxin A gilt der alte Paracelsus-Satz: All Ding ist Gift, allein die Dosis macht's. Das Botulinumtoxin A, also als Botox auch bekannt, ist ein Medikament, das verabreicht wird mit einer Spritze, und sowas gehört schon in fachkundige Hände eines Arztes. Weitere Informationen zur Botox-Behandlung und allen anderen Leistungen der Augenklinik finden Sie im Internet www.augenklinik-kempten.de. Sind Sie noch auf der Suche nach gut ausgestatteten und günstigen Tagungs- und Veranstaltungsräumen? Fast noch ein Geheimtipp in diesem Bereich ist das Landhotel Goldenes Kreuz in Wiggensbach. Egal ob Seminar oder Hochzeit, Geburtstag oder Schulung, was Veranstaltungen angeht, ist man hier immer bestens vorbereitet. Und mit einem hervorragenden Hotel und Restaurant wird das Ganze noch abgerundet. Das Landhotel Goldenes Kreuz ist zentral gelegen, mitten im Ortskern von Wiggensbach. In den letzten Jahren hat sich das Haus einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Das liegt zum einen an den schönen und komfortabel eingerichteten Gästezimmern und dem zuvorkommenden Service. Zum anderen aber auch an der Küche des Restaurants. Hier bekommt der Gast beste, gutbürgerliche Gerichte aus regionalen Zutaten. Qualitäten, von denen gleichermaßen Tagungsgäste wie auch Besucher von Feiern profitieren. Der Hauptbereich ist eigentlich das Hotel, also Übernachtungsmöglichkeiten für Geschäftsreisende, für Urlauber, für Familien,
Ja, dann haben wir natürlich unser Restaurant und unseren Tagungs- und Veranstaltungsbereich. Das sind so die drei Grundpfeiler des Hauses. Also größere Veranstaltungen sind zum Beispiel große Tagungen, natürlich auch im kleineren Rahmen, Geburtstagsfeiern, Kommunionen, Hochzeiten. Ein Blick in die Küche des Landhotel Goldenes Kreuz. Es ist das Reich von Daniel Grinninger. Er ist es, der mit viel Liebe zum Produkt das Beste aus jeder Zutat herausholt. Auf deren Frische und Herkunft legt er allergrößten Wert. Vieles davon, was hier zubereitet wird, stammt aus der nächsten Umgebung. Das garantiert eine hohe Qualität. Und so bietet das Goldene Kreuz nicht nur die passenden Räumlichkeiten für Seminare oder Feiern, sondern auch ein angenehmes Ambiente für gemütliches und vor allem auch leckeres Essen mit Freunden und Familie. Faszination Fußball. Das Spiel mit der runden Kugel begeistert die Menschen weltweit. Allein in Deutschland sind rund 6 Millionen Menschen in über 27.000 Fußballvereinen aktiv. Bei Martin Rietzler, Teamsport in Kempten, dreht sich auch alles um Fußball. Hier gibt es die richtige Ausrüstung, Schoner, Schuhe und Bekleidung. Das lässt Fußballerherzen höher schlagen. Martin Rietzler, Teamsport in Kempten. Hier dreht sich alles um Fußball. Schoner, Bekleidung und vor allem um Schuhe. Mein Laden ist schon ein Laden von einem Fußballer für Fußballer. Und es ist die Anlaufstelle für die ganzen Fußballer aus dem Allgäu. Das heißt, die Vereine und die Spieler wissen, die können hierher kommen und ich kann den kompletten Bedarf abdecken. Dabei steht ihnen auch der Inhaber persönlich zur Seite. Top-Beratung ist hier das A und O. Egal ob für Echtrasen, Kunstrasen oder für die Halle. Bei Martin Rietzler finden Sie immer das perfekte Schuhwerk. Neben Fußballschuhen wartet hier auch ein breites Sortiment an Ausrüstung für Feldspieler und Torwart. Neu und ideal für den Teambedarf ist die hauseigene Beflockungsanlage. Damit können ganze Trikotsätze ohne großen Zeitaufwand mit Logo, Namen und Nummer beflockt werden. Neben der Filiale in Kempten ist der Fußballspezialist auch in Ravensburg zu Hause. Große Auswahl, individuelle Beratung und freundlicher Service sind hier Standard. Fußballtrainer aufgepasst, auch ihr findet bei Martin Rietzler alles, um eure Mannschaft auf Trab zu halten. Mehr Informationen finden Sie online unter www.martin-rietzler-teamsport.de oder im Laden selbst in der Zwingerstraße im Herzen der Kemptener Innenstadt. Haben Sie schon mal etwas von Reiki gehört? Eine Behandlung durch Handauflegen und Symbolarbeit. Wenn Sie unter Schmerzen, Stress oder Ängsten leiden, können Sie sich an Willi Sauerhering wenden. Der Mann, der sich selbst als Heiler und Herzensmensch bezeichnet, hat sich auf Hypnose, Klopftechnik und Reiki spezialisiert. Reiki, das ist der Name einer der Methoden, mit der Willi Sauerhering seinen Klienten dabei helfen will, gesundheitliche Probleme wie Angst, Schmerzen, Stress oder Übergewicht zu lindern. Die Idee dahinter? Reiki ist eigentlich nichts anderes als heilende, ich sage göttliche Energie, weil Sie wissen, ich bin gläubiger Christ. Und es kann eigentlich jeder Mensch, schauen sich die Frauen an, die Mütter, jedes Kind kommt und nimmt die Hand, wenn es Kopfschmerzen hat oder Bauchweh hat und von der Mama und legt sie sich auf den Bauch und sagt, Mama, aua, aua, aua. Und kaum ist die Hand auf dem Bauch, schon ist die Heilung da. Und das ist eigentlich nichts anderes als Reiki. So kann man es am besten und am einfachsten beschreiben. Eine weitere Methode von Willi Sauerhering ist die Klopftechnik. Durch Konzentration auf den Schmerz und dem Klopfen auf bestimmte Akupunkturstellen soll das Wohlbefinden wiederhergestellt werden. Insbesondere Ängste, Süchte und Konzentrations- oder Lernprobleme lassen sich dagegen mit Hypnose behandeln. Hypnose wird auch von der klassischen Medizin mehr und mehr benutzt, auch von der Dentalmedizin. Wir sagen sehr oft, dass Patienten, die Angst vor Spritzen haben oder allergisch reagieren, sich halt durch Hypnose schmerzfrei setzen lassen, gerade beim Zahnarzt, und dann in die Hypnose gehen. Als Vater von 5 Kindern hat sich Sauerhering als Heiler auch auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Je nach Art der Beschwerden kann er bei Erwachsenen oder Kindern zwischen Reiki, Klopftechnik und Hypnose jeweils die seiner Ansicht nach passende Behandlungstechnik auswählen. Eine Brille zu kaufen ist für uns auch eine Sache des Vertrauens und der Beratungsqualität. Schließlich ist gutes Sehen im Alltag wichtig. Und da die Brille ja ein Teil des Gesichts wird, sollte sie natürlich auch gut aussehen. Jemand, der sich schon sehr lange und sehr erfolgreich mit Brillen beschäftigt, ist Optik Weibel in Sonthofen.
Seit 5 Generationen gibt es das Geschäft nun schon und das immer am gleichen Standort. Das Geheimnis? Immer die neueste Technik und ganz nah am Kunden dran. Seit mehr als 145 Jahren gibt es Optik Weibel nun schon mitten in Sonthofen. Immer am selben Ort und immer mit einem persönlichen Draht zum Kunden sowie bester Beratung. Dass nun die 5. Generation das Zepter bei Optik Weibel übernommen hat, soll nicht heißen, dass sich nun alles ändert. Im Gegenteil. Ohne unsere Stammkunden würde es uns nicht so lange geben. Und deswegen müssen wir auch jeden Tag natürlich auch unsere Stammkunden und auch natürlich Neukunden extrem gut beraten. Und wir versuchen, die Kunden auch so zu beraten, wie wir selber beraten werden möchten. Und zwar sehr zuvorkommend. Um die Augen möglichst genau zu vermessen, setzt Optik Weibel modernste Geräte ein. So können die Gläser exakt an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Und das passiert nicht irgendwo, sondern in der hauseigenen Werkstatt. Das stellt sicher, dass Gläser und Brille 100%ig zum Kunden passen. Das ist, denke ich, in unserer Branche sehr wichtig, dass man immer auf der Suche ist, wie man dem Kunden das Sehen, egal ob jetzt mit Brille oder Kontaktlinse oder mit der passenden Sportbrille, fürs Skifahren, Radfahren als Beispiel, das Sehen noch mehr verbessern und optimieren kann. Dass der Kunde einfach dieses Wow-Erlebnis hat und sagt, ja, das ist eine super Brille, mit der kann ich super sehen und kann auch die Sehbereiche abdecken oder die erfüllt den Bedarf, den ich mir erwarte von der Brille. Damit das auch klappt, bietet Optik Weibel für jede Aufgabe die passende Brille und die passende Beratung dazu sowieso. Eine Küche zu planen und zu kaufen will gut überlegt sein. Denn sie sollte nicht nur praktisch sein, die Qualität muss stimmen und sie sollte auch gut aussehen. Und um alles unter einen Hut zu bringen, ist es sinnvoll, auf den Rat von Profis zu hören. Küchentrunzer mit seinem Stammhaus in Kempten und einer Niederlassung in Marktoberdorf ist so ein Profi. Küchentrunzer gibt es jetzt nicht mehr nur in Kempten, sondern neu auch in Marktoberdorf. Genau wie in Kempten stehen hier besonders moderne Küchen im Fokus. Traditionell gut bei Küchentrunzer ist vor allem eins, der Kundenservice. Alles aus einer Hand und nur erfahrene Handwerksprofis, das ist das Credo beim Küchenspezialisten. Meine Kunden haben einen Ansprechpartner, also das heißt in der Planung eine Betreuung von A bis Z. Und wir haben ein eigenes Schreinerteam, was alles fertig macht und den Kunden zufriedenstellt. Und die Schreiner, die arbeiten schon seit 20 Jahren in der Branche und die sind einfach Profis auf dem Gebiet. Es gäbe praktisch keine Aufgabe rund um die Küche, die das Team von Küchentrunzer nicht bewältigen könne. Das hat uns der Chef abseits der Kamera stolz erzählt. Aber auch in Sachen Auswahl hat man hier einiges zu bieten. Kaum eine Farbe und kaum eine Form, die es hier nicht gibt oder die man nicht bekommen könnte. Die Größe der Auswahl betrifft aber nicht nur die Küchenmöbel selbst. Sie gilt auch für die Elektrogeräte sowie die Armaturen. Und wenn man nach dem Besonderen sucht, das dem Heim das gewisse Etwas verleiht, dann könnte man hier ebenfalls fündig werden. Speziell die Auswahl an interessanten Lampen und Sitzmöbeln, beispielsweise für den Essbereich, kann sich sehen lassen. Doch egal für was auch immer man sich entscheidet, die passende Hilfe gibt es von den Profis von Küchentrunzer. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss und auf Wiedersehen.